Beim zweiten Stop der Road Cycling League Austria, dem 59. internationalen Kirschblütenrennen, sind 54 Fahrerinnen am Start. Also heute ist das erste Straßenrennen für mich für diese Saison. Ich bin bisher jetzt zweimal Cross Country gefahren, was zwar nicht meine typische Disziplin ist, aber es hat ganz gut funktioniert. Somit müssen wir mal schauen, wie das Straßenrennen heute verläuft. Wir werden heute probieren, das Beste herauszuholen. Es ist ein extrem hartes, ein gutes Starterfeld. Das Rennen ist sehr gut besetzt. Und wir haben aber auch eine starke Mannschaft heute benannt und werden probieren, die Teamführung zu verteidigen. Und wir geben unser Bestes. Tina Berger-Schauer kennt die Strecke genau. Ich war jetzt bis jetzt zweimal beim Rennen dabei. Und es ist ein sehr selektiver Kurs. Ich muss aber sagen, er liegt mir auch. Also vor allem das steile Stück in Buchkirchen, was sicher auch rennentscheidend sein wird. Und da wird sie sich bestimmt schon abspielen. Also erste Vorentscheidung wird dort fallen und dann sieht man, wie sich das restliche Rennen entwickeln wird. Es wird auf jeden Fall spannend. Es sind viele Damen dabei, was mich super freut. Und wird nicht langweilig werden, auf keinen Fall mehr. Start frei für die Damen. Es geht los, es geht raus auf den Kurs. Das Tempo wird vom Startweg hochgehalten und so ist es schwer, dass sich einzelne Fahrerinnen oder Gruppen absetzen können. Zwei Runden zu 35 Kilometern sind bei strahlendem Sonnenschein zu bewältigen. Nach 70 Kilometern und einer Fahrzeit von 1,56 feiern Christina und Katrin Schweinberger, beide von Dolcini van Eyck, einen Doppelsieg und wiederholen damit auch den Erfolg von 2018, wo ihnen dieses Kunststück ebenfalls gelang, allerdings mit der aktuellen österreichischen Meisterin als Siegerin, die diesmal ihrer Schwester den Vortritt gelassen hat. Also wir haben es eigentlich sonst immer auf den Sprint drauf ankommen lassen und heute haben wir mal gedacht, jetzt probieren wir es mal so. Doch ganz so einfach ist es dann doch nicht, denn Nadja Heigl setzt sich 20 Kilometer vor dem Ziel solo ab. Ich habe in der zweiten Runde, im ersten Berg bin ich eigentlich weggekommen und versucht so schnell wie möglich gut zu fahren. Und Mistbacher Berg ist auch sehr gut gegangen und dann habe ich gesehen, dass die Schweinbergers von hinten kommen. Bin mit ihnen gemeinsam gefahren, aber natürlich ist es halt relativ schwierig, wenn sie sehr taktisch fahren und sprintschneller sind. Aber der dritte Platz hat eigentlich sehr gut. Die Tiroler Schweinberger Zwillinge stellen die Querfeldeinspezialistin und vielfache österreichische Meisterin kurz vor dem Ziel. Wir haben ein gutes Tempo gefahren vom Beginn weg eigentlich. Also es waren starke Mädels da. Und dann bei der zweiten Runde in der Bergwertung hat die Tatsache Angelika Gas gegeben und dann haben wir ein bisschen Loch schon gehabt zu den anderen und dann haben wir einfach durchgezogen, die Katrin und ich, und dann war die Nadja schon weg vorne und haben wir auf sie aufgeschlossen und so haben wir sie ins Ziel gebracht. Die für den RSC Arbö Südburgenland startende Verena Eberhardt ist mit dem Führungstrikot unterwegs und kann dieses mit einem vierten Platz verteidigen. Ja, das war schon mein Ziel, dass ich das verteidige. Es hat funktioniert. Und ja, mit Platz 4 war es eigentlich noch genug. Ich hätte mir eigentlich ein Podium vorgenommen, sage ich mal. Aber ja, im Großen und Ganzen war es natürlich definitiv cool, einmal in Kronenzeitung-Trikot zu starten. Die Linzerin Tina Berger-Schauer fährt für den Union RRT Pilachtal und gewinnt mit Platz 9 die U23-Wertung. Ja, das ist natürlich schon einmal ein Unterschied, wenn halt wirklich die Top-Fahrerinnen dabei sind. Also man sieht zwar die Schweinberger Twins, die sind halt einfach eine Klasse für sich. Aber von dem her umso besser, wenn man dann da mitfahren kann und sich selber behaupten kann in so einem Fahrerfeld. In der Gesamtwertung führt Verena Eberhardt nach zwei Rennen mit 375 Punkten vor Christina und Katrin Schweinberger die ÖRV-Radliga an. Beste U23-Fahrerin ist Sarah Berntaler. Die Teamwertung wird vom RC Arbö SK Vöst angeführt.